Hallo und willkommen! Heute spreche ich über Bücher! Weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber da ich auch auf meinem Blog sehr viel über Bücher spreche, muss das heute auch hier sein. Und zwar, weil ich einen ganzen schönen Stapel neue Bücher habe. Erst einmal vielen Dank an, an CBT, Blessing, Aladdin und den Bastei-Lübbe Verlag, die mir allesamt Bücher zugeschickt haben. Vielen Dank dafür. Die Rezensionen dazu im Detail werdet ihr auch noch in den nächsten Tagen, vermutlich Wochen, auf meinem Blog finden. Aber ja, also ich spreche heute einfach schon mal ein bisschen über die Bücher, die ich bekommen habe. Beziehungsweise ich habe mir auch noch 4 Bücher gekauft, weil ich nicht zu lesen habe. Fangen wir also gleich an. Das erste Buch ist Unheimlich nah von Doris Bessler. Es ist im CBT Verlag erschienen, im September dieses Jahres. Also es ist noch ganz, ganz frisch. Doris Bessler ist, falls ihr es nicht wisst, dafür bekannt, dass sie Psychothriller für Jugendliche schreibt. Und auch aus dieser Kategorie stammt dieses Buch. Es geht um Anna, die das Gefühl hat, dass sie von jemandem verfolgt wird, der es auf ihr Leben abgesehen hat, nachdem er sie vor eine Straßenbahn wirft und danach auch noch ihr Pferd attackiert, ist sie ziemlich sicher, dass jemand versucht, sie umzubringen. Nur glaubt ihr niemand, weder die Polizei noch irgendwer aus ihrer Familie. Und ja, sie hat das Gefühl, dass ihr Leben in Gefahr ist und dass sie irgendetwas tun sollte, kann aber nichts wirklich beweisen und gerät immer weiter an den Punkt, wo sie weiß, dass irgendwas nicht stimmt, aber auch gleichzeitig niemand ihr glaubt und Menschen anfangen zu zweifeln, ob sie nicht unter Verfolgungswahn leidet. Ich habe ungefähr die Hälfte von dem Buch schon durch. Es ist sehr, 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 sehr spannend und ich kann es nur jedem empfehlen. Es gibt leider eine zweite Handlung, die etwas komisch ist und mich eher nervt, als dass ich das Gefühl habe, dass sie wirklich viel zur Handlung beiträgt. Vor allem, weil es relativ gut absehbar ist, wie diese beiden Handlungen zusammenhängen werden. Ich bin noch nicht durch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie das Buch ausgehen wird. Das nächste Buch, es tut mir so leid, mein Französisch ist so, so schlecht, ist Kommissar Le Flore und das Geheimnis der Weißmäntel von Jean-François Parot. Die Le Flore-Reihe ist in Frankreich sehr, sehr bekannt. Dort erscheint gerade im Oktober das 14. Buch und es gibt auch eine Fernsehserie mit 12 Teilen. In dem historischen Kriminalroman geht es um den Kommissar Le Flore, der in Paris des 18. Jahrhunderts ermittelt und unter anderem im ersten Band der Reihe in einen Mordfall verwickelt wird, der sogar bis hin zum Königshaus sich ausbreiten wird. Das Buch spielt 1761, das heißt kurz vor der Französischen Revolution. Und es ist einfach sehr, 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 sehr schön gestaltet. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen, weil ich gerade viel anderes zu tun habe. Aber das hier ist das Buch. Und vor allem, also das Cover selber hat schon eine Karte von Paris außen auf dem Außenumschlag. Und auch das Innere ist eine historische Karte von Paris, wo auch die einzelnen Schauplätze des Romans markiert sind. Das Buch ist im Blessing Verlag erschienen. Vielen Dank, dass ihr es mir geschickt habt. Und der zweite Band wird im Februar erscheinen. Die nächsten beiden Bücher sind beide eher aus der Kategorie Kinderbuch, Kinder- und Jugendkinderbuch. Ich weiß nie genau, wo ich Aladdin hinstecken soll, aber zwei Bücher aus dem Aladdin Verlag. Das erste ist Sadako von Johanna Hohnhold, die auch schon ein Buch über die Hachiko-Geschichte geschrieben hat, aufbereitet für Kinder. Sadako erzählt jetzt die Geschichte von Sadako, eines der berühmtesten Hiroshima-Opfer, das es gibt, die den eigentlichen Bombenabwurf überlebt hat, aber einige Jahre später
an Leukämie gestorben ist und darüber bekannt wurde, dass sie für sich selber die Legende der 1000 Kraniche wiederentdeckt hat und angefangen hat, 1000 Kraniche zu falten, um dadurch einen Wunsch frei zu haben. Die Geschichte in dem Buch ist grob von ihrer Lebensgeschichte inspiriert. Es gibt jedoch auch einige kleine Änderungen, die ihr eigenes Leben betreffen, aber auch die eigentlichen Ereignisse, was in dem Roman passiert, sind natürlich nicht 1:1 biografisch, sondern entsprechend der Fantasie der Autorin. Das Buch ist sehr, sehr liebevoll gestaltet. Ich weiß nicht, ob ich es für Kinder ab 10, was die Empfehlung ist, vielleicht nicht etwas zu schwierig finde. Aber es ist eine sehr schöne Möglichkeit, um an das Thema ranzuführen. Und das Buch ist auch illustriert mit sehr hübschen Zeichnungen, die nochmal zusätzlich die Geschichte erzählen. Das Buch schon durch. Es ist sehr, 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 sehr gut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch sich sehr gut als Lehrmaterial eignet. Das zweite Buch aus dem Aladdin Verlag, was ich zugeschickt bekommen habe, ist Das Böse kommt auf leisen Sohlen von Ray Bradbury. Es ist eine Neuauflage des Romans von 1762. Nicht 1700, auch können von 1962. Something Wicked, This Way Comes. Ray Bradbury ist vor allem eigentlich für seine dystopischen Romane, wie zum Beispiel Fahrenheit 451, bekannt. Dieses Buch ist jetzt eher aus dem Bereich Horror vielleicht, Kinderhorror, Fantasy, irgendwie sowas in der Art. Es geht um einen Jahrmarkt, der plötzlich in der Stadt auftaucht, und wenn man auf dem Karussell dieses Jahrmarkts fährt, dann verjüngert man sich, beziehungsweise kann sein Alter vor- oder zurückdrehen. Und die beiden Protagonisten des Romans, Jim und Will, finden das beide sehr, sehr faszinierend. Gleichzeitig vermuten sie aber auch, dass der Betreiber dieses Jahrmarkts irgendetwas Komisches vorhat, da er sehr mysteriös wirkt und seltsame Tätowierungen am ganzen Körper haben, die sich zu bewegen scheinen. Und auch Jims Vater ist es, glaube ich. Jims Vater überlegt, ob er das Karussell benutzen soll, um seine Jugend zurückzugewinnen. Muss aber feststellen, dass es vielleicht nicht das ist, worum es im Leben gehen sollte. Auch dieses Buch ist illustriert. Mit sehr schönen Zeichnungen von Reinhard Kleist, einem deutschen Illustrator, der für diese Neuausgabe Tintenzeichnungen angefertigt hat, die wirklich sehr, sehr schön sind. Und ich freue mich sehr, dieses Buch zu lesen. Die letzten beiden Sachen stammen auch aus dem Bereich Horror. Ich weiß nicht genau, wie das dieses Mal passiert ist, aber mir hat Paribus Teil Lübbe Verlag hat mir ein Paket mit John Sinclair Sachen zugeschickt. Auch ein bisschen Merchandise mit drin. Ich liebe John Sinclair, seit ich, keine Ahnung, 10 bin oder sowas. Es ist einfach ein meiner Lieblingsreihen aller Zeiten. Ich liebe, liebe, liebe die Hörbücher, die ich einfach nur, beziehungsweise Hörspiele, die ich einfach jedem Menschen ans Herz legen kann. Es tut mir übrigens leid, dass hier dieses dämliche Mikro die ganze Zeit rumhängt. Der Mikroständer ist kaputt und leider kommt mir dieses Mikro immer näher. Die beiden John Sinclair Sachen sind beides neue Versionen, sind beide nicht von dem Originalautor geschrieben. Der erste Roman ist eine Kooperation von Mark Benecke, der vermutlich vielen Menschen als Kriminologe und durch seine Auftritte bei Medical Detectives oder auch Galileo Mystery bekannt ist. Und Florian Hilleberg, der schon einige John Sinclair Romane geschrieben hat. Und das neue Buch von den beiden heißt Brandmal. Und
Es geht um einige Fälle von spontaner Selbstentzündung, sowohl in London als auch in Berlin. Und während in London John Sinclair ermittelt, ist es in Berlin Mark Benecke, der selber auch in diesem Roman vorkommt, und versucht herauszufinden, was genau passiert, und durch eine Verquickung von verschiedenen Handlungssträngen kommen die beiden zusammen und müssen gemeinsam diesen Fall lösen. Ich hab den Roman noch nicht gelesen und ich bin sehr gespannt, da ich tatsächlich bisher kaum Geschichten gelesen habe, die nicht vom Originalautor, gerade den Namen nicht einfällt, die nicht von Robert Craven stammen, gelesen habe. Aber da sie von ihm abgesegnet sind, bin ich mal gespannt. Die zweite Geschichte heißt Oculus und ist von Wolfgang Hohlbein geschrieben, zu dem ich vermutlich auch gar nicht mal so viel sagen muss. Wolfgang Hohlbein ist der größte Fantasy-Autor Deutschlands und unter anderem durch seine Märchenmond-Reihe bekannt geworden. Und Oculus ist der erste Teil von, ich glaube, zweien. Erzählt über die Zerstörung einer Kleinstadt, in der mysteriöse Sachen vor sich gehen. Und natürlich muss John Sinclair auch wieder dahin aufbrechen. Daher finde ich die Verpackung ein bisschen unliebevoll. Ich bin wirklich, 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 wirklich durch den Hörverlag, glaube ich, mittlerweile sehr verwöhnt. Aber sobald man die Hülle aus dem Schuber rauszieht, sieht das so ein bisschen aus wie relativ billige CD-Hüllen, die man im Laden kaufen kann. Ich glaube, mein Ton wird zwischendurch richtig leiden, jedes Mal, wenn ich ans Mikro gehe. Aber ich finde leider die Hülle ein bisschen unschön, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin leider kein großer Wolfgang Kohlbein-Fan, aber ich hoffe, dass ich trotzdem sehr viel Spaß mit diesem Hörspiel haben werde. Vor allem, weil ich halt John Sinclair liebe und nicht vorstellen kann, dass man eine schlechte John Sinclair-Geschichte erzählen kann. Die nächsten vier Bücher habe ich tatsächlich mir selber gekauft, weil mein Lesestapel gerade nur aus 10 Büchern oder so besteht. Und ich unbedingt was Neues brauchte. Vor allem, weil ich gerade in einer sehr seltsamen Weihnachtsstimmung bin. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe auch gestern den halben Tag Weihnachtslieder gehört. Deswegen habe ich mir dieses sehr schöne Buch gekauft. Es heißt My True Love Gave to Me. Eine sehr schöne Anspielung an 12 Days of Christmas. Es ist eine Sammlung von romantischen Weihnachtskurzgeschichten aus dem Jahre 2014 und jede Geschichte ist von einem anderen Young Adult Autor geschrieben worden, unter anderem darunter Rainbow Rowell, die zum Beispiel für Carry On oder Fangirl bekannt ist, Jenny Han, über deren To All the Boys I Loved Before Reihe ich schon sehr, sehr viel erzählt habe, David Lithian, von dem zum Beispiel Another Day oder The Things I Hate About You stammt, und Holly Black, die für ihre Spiderwick und Mysteriums Reihe bekannt ist. Die Geschichten sind alle unterschiedlich lang und es gibt mittlerweile auch eine deutsche Ausgabe des Romans bzw. der Kurzgeschichtensammlung, die im Arena Verlag unter dem Titel Auf den ersten Blick jede große Liebe hat ihre Geschichte erschienen ist. Was ich finde, ein ziemlich blöder Titel ist, dafür, dass das eigentlich eine so schöne Anspielung ist und so toll sagt. Es geht um Liebe, aber es geht auch um Weihnachten, weil 12 Days of Christmas ist, glaube ich, eins der Weihnachtslieder in Großbritannien und den USA. Und das ist so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen untergeht. Vor allem, weil in der deutschen Version das Cover auch übernommen wurde, aber die Weihnachtslichter, die auf dem Cover drauf sind, dann gar nicht mehr so viel Sinn machen. Ja, aber deutsche Übersetzung ist ein ganz eigenes Thema für sich, über was ich jetzt gerade nicht sprechen möchte. Das nächste Buch ist We Are Okay von Nina Kerr.
Ich denke, Nina Kerr heißt sie. Die unter anderem Hold Still oder Everything Leads to You geschrieben hat. Und dieses Buch ist frisch Anfang des Jahres in den USA erschienen. Es gibt noch keine deutsche Version. Es ist auch bisher, sobald ich es finden konnte, noch keine deutsche Version angekündigt. Und dieses Young Adult Buch erzählt von einer Studentin, also beziehungsweise einer ehemaligen Highschool-Schülerin, die nach mysteriösen Ereignissen nach Kalifornien gezogen ist, um dort zu studieren. Und in den Winterferien wird sie von ihrer besten Freundin besucht, die seit den Ereignissen nicht miteinander gesprochen haben. Und die feststellen müssen, dass die paar Wochen, die seitdem vergangen sind, sehr stark das Verhältnis der beiden verändert haben. Vor allem, weil es sich um eine dieser Freundschaften handelt, bei denen man davon ausgeht, dass man einfach immer weiß, wie es dem anderen geht und sich vor allem in der Schulzeit auch jeden Tag gesehen hat. Und jetzt plötzlich feststellt, dass sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Ich habe bisher die ersten zwei Kapitel gelesen und finde es sehr, 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 sehr gut geschrieben. Bisher gibt es nur sehr, sehr viele Anspielungen, was eigentlich passiert ist oder was geschehen sein könnte. Der Roman, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend bei dem Buch, drückt aber sehr gut aus, wie es sich anfühlt, plötzlich zur Uni zu gehen und die Menschen, die man vorher täglich gesehen hat, nicht mehr zu sehen und wie sich Freundschaften dadurch auch verändern. Tolles Buch, auf jeden Fall eine meiner Leseempfehlungen. Die anderen beiden Bücher, die ich mir geholt habe, sind beide von den Little Black Classics aus dem Pinguin Verlag. Also eher Kurzgeschichten, Essays. Falls ihr die Reihe nicht kennt, kann ich sie nur sehr, sehr empfehlen. Es sind Kurzgeschichten oder Essays, teilweise auch Zitatesammlungen von sehr bekannten Autoren. Jedes Buch ist ungefähr maximal 80 Seiten lang. Und im Original kosten sie einen Pfund. In der deutschen Version kosten sie in der Regel um die 1,40 Euro. Ich habe mir zum einen Oscar Wilde's Only Dull People Are Brilliant at Breakfast geholt, was ein Essay über die britische Gesellschaft im viktorianischen Zeitalter ist. Sehr sarkastisch, ein bisschen böse, aber auch mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr schönen Zitaten. Eins der bekanntesten ist vermutlich auch Nothing is worth doing except what the world says is impossible. Sehr schön und falls ihr Oscar Wilde nicht kennt, ihr kennt Oscar Wilde. Das ist der Autor von Das Bildnis des Dorian Gray. Letztes Buch ist Sheridan Le Fanu. Ich weiß es nicht genau. Es ist ein irischer Autor mit einem französischen Nachnamen. Keine Ahnung. Green Tea. Le Fanu ist einer der bekanntesten Horrorautoren des viktorianischen Zeitalters. Und auch hierbei handelt es sich um eine Kurzgeschichte aus dem Jahre 1872, in der es um einen Geistlichen geht, der von einem seltsamen Dämon heimgesucht wird. Was ich sehr schön an den Little Black Books finde, ist, dass man sie sehr schön einfach in eine Handtasche werfen kann. Man hat immer ein Buch dabei. Und vor allem, es ist halt auch einfach mal schön, auch mal was Kurzes zu lesen, nachdem man sich vorher durch einen Haufen Romane durchgeschlagen hat. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen zum Lesen inspirieren konnte. Ich werde alle Bücher auch nochmal unten in der Description-Box einmal verlinken, damit ihr wisst, welche Bücher ich jeweils vorgestellt habe. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und bis bald. Ciao!